Moin zusammen, willkommen zurück zu Der Goldene Käfer. Da sind wir wieder. So, wir wollten beim letzten Mal hier. Oh, warte mal. Gibt's zwei Höhlen? Gab's nicht. Okay, gut. Ich gehe mal erstmal hier oben hin. Ah, Hallöchen. Oh, eine Bergziege. Okay. Und da haben wir ein Fernglas. Juhu, gut gemacht. Gut. Lass mal gucken, noch irgendwas Interessantes. Ah, hier. Lasst uns die Lücke mit diesem Felsen. Was? Lasst uns die Lücke. Okay. Ja, super. Aber jetzt nicht mit dem. Oh nein, warum? Warum? Glimmende Kohle. Wir sollten gehen. Tschüss. Oh. Interessant. Okay, was haben wir hier? Ah, sieh mal einer an. Gut gemacht, gefunden, ein Symbol. Nee, ne? Nicht dein Ernst. So. 3, 5, 4. 3, 5, 4. Kann ich mir das merken? Probieren wir es mal. Ach, vielleicht ja. 3, 5, 4. Hey! Gefunden, eine Sichel. Der Hammer. So, lala, noch irgendwas Wichtiges? Nö. Okay, gut. Hier ist auch nichts mehr. Nee, sieht nicht so aus. Gehen wir mal nach unten hin. Aha. Hier waren wir schon. Okay. Es sei denn, darin befindet sich etwas. Hier fällt nichts, was wir mit der Sichel hoch rausbekommen könnten. Wer ist er hier eigentlich? So, Wasser, Wasser, Wasser. Lalalalala. Nö, nichts weiter. I've recovered now. And I think I can join you. Let's go, it's time. Eigentlich möchte ich das nicht so gerne. Du bist irgendwie merkwürdig. Hm. Aber gut, okay. Willkommen und let's go. So, ja. Lass mich raten. Das ist schon ein bisschen albern, findest du nicht? Ich meine, die Sache mit dem Hund und was der Hund so alles kann, das war schon merkwürdig. Sichel, na guck. So geht das, ne? Voila. Und schon ist der Weg frei. Juhu. Was willst du eigentlich? Es ist uns anzurechnen, dass Legrand genesen ist. Nur kann er uns begleiten. Naja. Oh, hallo. Und Fiepsi. Oh. So, was haben wir hier? Der Griff fehlt. Oh, einfach nur der Griff fehlt. Na schön. Haben wir irgendwas? Ein Holzbein? Klar, funktioniert das. Super. Gefunden, eine Säge. Die robusten Äste sind im Weg. Ja, das hätte doch mal. Ja, Mensch. Irgendwas Interessantes dabei? Nö. Und hier fehlt anscheinend ein Teil und ein anderes ist kaputt. Na gut, ja, na gut, na gut. Hi. Was haben wir da? Da ist etwas unter dem Stein. Dort komme ich nur mit einer Art Hebel heran. Der Stiefel? Nö. Na, was hast du dazu zu sagen? Offensichtlich hat Legrand etwas gefunden. Der ist besser als unser Wauzi. Ne? Du? Nein, keine Sorge, der ist nicht besser als du. So. Fleischfressend. Alter, was ist denn da los? Fleischfressend. Ja. Dass sie auch etwas Giftiges verschlingen würden, haben wir aber gerade nicht dabei. Und dort oben liegt ein Hut, nee, das geht irgendwie anders. So, also, sehe ich das richtig, dass wir hier im Moment nichts weiter machen können? Möchtest du mal mit dem Stiefel werfen? Ach, apropos werfen. Nein, das scheint mir nicht zu funktionieren. Okay, gut. Das wird nix. Okay, das wird gar nichts. Der Arm liegt da noch so rum. Oh, Alter. Okay.
Sehe ich das richtig, dass wir... Oh, warte mal, doch, die Sache mit dem Stiefel ist hier immer noch offen, aber da weiß ich nicht so wirklich... ja, da weiß ich nicht so wirklich, was damit zu tun ist. Der andere Stiefel daran? Nee. Warum schüttelt er den Stiefel nicht einfach? Wir müssen diese flachen Flammen anfachen. Ja, okay, würde ich gerne. Gut, also sieht so aus, als ob wir wieder irgendwo nach einem Wimmelbild suchen müssen. Kann das sein? Mäh. Warum mache ich das? Niemand weiß es. Okay, zurück, zurück. Nein. Okay, lass uns mal alles abwimmeln. Absuchen. Absuchen. Polly. Ach komm schon, Polly ist putzig. Nichts weiter. Nein, nichts weiter. Wir könnten uns natürlich auch von dem Tipp dahin leiten lassen, ne? Na, hast du deinen Stiefel immer noch nicht an? Brauchst du noch einen? Nö. Okay, nix. Ja. Es ist ganz schön groß geworden, ne? So, die Map meine ich. Ja. Es ist schon okay. So. Lalala, nein. Okay, hier ist nichts da oben. Nö, auch nichts. Okay. Hallo. Na? Der hat alles gesagt, was er weiß. Pff. Okay, wisst ihr was? Ich lasse mich mal von dem Tipp dahin führen. Hallo? Tipp? Tipp? Ja. Gut, das war zu erwarten. Ich gehe mal direkt einen weiter. Ja, auch das, damit war zu rechnen. Yep. Ja, habe ich es mir nicht doch gedacht. So, und jetzt bist du jetzt spannend. Zurück. Aha. Wir können also tatsächlich hier etwas tun. Gut, hier muss ich wohl irgendwas übersehen haben. Nö. Hier gibt es nur das Rätsel, aber das Teil fehlt uns noch, das haben wir noch nicht. Okay, hier unten. Nein. Da geht es wohl hin. Okay, nur mit einer Art Hebel. Den Schlüssel? Nein. Den Stiefel? Nein. Warte mal, den Stiefel da runter? Nein. Ha. Ich habe keine Ahnung, was du von mir möchtest. Gut, gehen wir mal dort hinten hin. Hier ist... Ah, sieh eine an. Gut gemacht, gefunden, trockenes Holz. Und darunter ist noch... Fehlt noch ein Stiel. Okay, noch irgendwas? Nö. Gut, mit dem trockenen Holz können wir immerhin das Feuer anfachen. So, lalala, alles klar. Trockenes Holz. Juhu, es brennt. Aber was jetzt? Das ist heißer Dampf, der würde selbst den stärksten Leim entfernen. Hä? Aha. Okay. Mine. klar. Natürlich. Ganz sicher. So, berühre die Tafeln, um sie zu drehen und die Abbildungen so anzuordnen, dass sie die nebeneinander liegenden identisch sind. Okay, alles klar. Also da haben wir schon zwei Reiter, die passen zusammen, aber offensichtlich noch nicht zu dem Rest. Was können wir die aus... Oh, es geht um Austauschen. Okay, gut. Meinethalben. Dann sollten wir doch mal sehen, ich denke mal dieses, ja, der bleibt da, also das ist fix, da können wir nichts anderes mitmachen.
Aber wir könnten hier nochmal tauschen und wir könnten hier... Nee, warte, das war der Verkehrte. Der muss da hin. Hey, mach schon. Oh, okay, so. Oh, ups, Verzerrung. Jetzt dachte ich, könnte gerade nochmal einen schlauen Spruch loswerden. Hat ja nicht so gepasst. Gut gemacht, ein Besen. Gut gemacht, ein Fliegenpilz. Echt jetzt? Na gut, meinetwegen. Okay, der Besen kann ja auch zweckentfremdet werden. Nein, kann er nicht. Aber der Fliegenpilz. Das sind fleischfressende Pflanzen. Die fressen keine Pilze. Okay, gib mal den Hut her. Juhu, ein Hut! Juhu, ein Adler. Der. Was? Der Vogel verhält sich territorial. Vielleicht fehlt ihm ein Küken. In einem Spiel, in dem man Sachen in einem Stiefel findet, in der Sohle eines Stiefels, und der Hund Korken irgendwo rauszieht, sollte man vielleicht nicht mit solchen Sachen wie territorial, mit solchen Worten wie territorial um sich werfen. Hier wäre eine freie Hand sehr nützlich. Okay. Gut. Mehr nicht. Das auch nicht. Besen ist nicht. Aber warte mal, was ist das eigentlich für ein Schlüssel? Können wir damit was ziehen? Nö. Aber mit dem Besen können wir. Was denn? Ja, was hast du denn? Hui! Oh. Da ist das Küken. Oh. Hat du fein gemacht. Jo. Gewonnen. Ein kleiner Vogel. Mensch. So, aber mit dem Besen. Das ist der. Jawohl. Gefunden. Eine goldene Hand. Noch mehr? Oh. Gefunden. Einen Schaufelstiel. Und auf einmal wird aus dem Besen ein Schaufelstiel. Na sowas. Und? Oh, da geht's sogar rein. Nee, dann, ja, ich kümmere mich erstmal um das hier. So. Tada. Juhu, noch ein Schlüssel. Gut gemacht. Gefunden, ein Schlüssel. So, Küken. Jetzt ist er nicht mehr territorial. Nein. Gefunden, ein Schlüssel. Hey, kommst du mit? Okay, so, halt. Nein, 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 warte, warte. Ach. Hier haben wir... Oh, das ist kaputt. Ich muss den Griff einwickeln. Aber klar. So, haben wir gefunden. Ein Säbel. Okay, da ist nichts weiter. Die Wurzeln haben die Schlösser überwuchert. Zack. Okay. Und jetzt kommen hier wohl, lass mich raten, die Schlüssel hinein. So. Juhu! Treasure! Good evening, gentlemen. It's time to take the masks off, isn't it? I suggest you be nice and fill this bag with treasures. Mhm. Ja, war ja irgendwie klar, dass das passiert, nicht wahr? Quick, the man in the bag. Bind the villain with it. Was? Bitte was? Und lass mich raten, da kommt der Adler zu Hilfe. Welcher Mirror in the bag? Der hier? Oh, meine Güte. I found the parchment with the code in a bottle washed to the shore by the waves. From what I could decipher of the parchment, I could tell it held the location of Captain Kidd's treasure, but I couldn't decipher it completely. I left the parchment in the hopes that Legrand would find it and do the rest of the work for me. I even left the bug with the golden shell with it, as I knew of his fascination for them and knew this would intrigue him further. But everything went wrong when Legrand involved you two. The last thing I needed was a couple of detectives snooping around, so I decided to steal the parchment back from Legrand. Obviously, I didn't succeed, thanks to you.
From there, I just tried to slow you two down. I even hid behind a mask and dressed like a woman to try and throw you off the trail. Once the parchment was deciphered, I just knew Legrand would announce it and that everyone and his dog would be looking for the treasure. The only way I could prevent that was to kill Legrand. Alas, I'm a horrible shot. Then I tried to poison him, but you helped him recover. All I could do was sit and wait for the two of you to find the treasure in the hopes that I could ambush you here. Now, you know everything. So, und das war es. Das war tatsächlich Dark Tales, der Goldkäfer. Hieß das nicht vorher anders? Nee, der goldene Käfer stand auf der Verpackung. Naja, passt ja so grob da rein. Ja. Okay, also es ist eins der früheren Spiele aus der Dark Tales-Reihe. Ist ganz witzig. Wir haben bekommen, was wir wollten. Wimmelbildspiele, ne? Ja, ich sag mal so. Die Leute von Dark Tales haben sich ja noch entwickelt, noch ne, ihr Portfolio auch erweitert und die Spiele, die danach kamen, die waren doch deutlich schicker aufgebaut und ja, also die hatten schon was, haben schon was. Dieses Spiel ist, sagen wir, wir haben bekommen, was wir wollten, nicht wahr? So, also Wimmelbilder, Punkt. Gut, also hier sind sie alle, die Leute, die dieses Spiel ermöglicht haben. Wunderbar, vielen Dank dafür. Musik und Soundeffekte. Fehlt dir nicht ein bisschen die Musik? Fehlt ein bisschen die Musik. 2012, guck mal. Ah, das ist schon, naja, ein bisschen älter. Okay, gut, alles klar. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Macht es gut. Tschüss.